Hallo, guten Tag, mein Name ist Pavel Dillinger, arbeite für die Deutsche Telekom und stehe hier mit dem ID4, dem sehr stark gebrandeten Telekom-Fahrzeug, auf einem Ladestandort von Comfort Charge. Da hinten sieht man die Säule. Es gibt ja viele Ladepartner, mit denen man tanken kann, mit denen man Strom laden kann, besser gesagt. Und wenn ich es einrichten kann, dann lade ich am liebsten bei Comfort Charge. Und es gibt wieder mal Freunde, die fragen, ja, warum denn eigentlich? Und ich sag mal, ich habe ein paar Gründe. Es gibt viele, aber ein paar nenne ich euch. Also erstmal die Optik, ne? Also Magenta. Man sieht es auch hier oben, ne? Das Branding. Comfort Charge kommt von der Deutschen Telekom. Die zweite Sache ist das Thema Nachhaltigkeit. Also man kann ja vielleicht sehen, dass hier ein Ladestützpunkt hier, ja? Da passen drei Fahrzeuge hin und da hinten ist eine Telekom-Immobilie. Das heißt, dieser Ort hier, der wurde dafür geschaffen, indem man einfach ein Stück davon abgeschnitten hat. Also man war sehr viel schneller beim Bauen, weil es eigener Grund ist und man hat auch wesentlich weniger Ressourcen gebraucht. Was auch noch spannend ist, ist natürlich 100% elektrische Energie aus nachhaltigen Quellen. Ja? Also da kann man sicher sein, da kommt grüner Strom raus. Toll.